Geschichte hat mich eigentlich immer schon interessiert. Ich erinnere mich, dass ich als Kind besonders von Museumsbesuchen begeistert war. Alte Dinge haben mich fasziniert, neugierig gemacht, meine Fantasie beflügelt. Bis heute sind Bibliotheken, Archive und Museen die Orte, an denen ich mich am liebsten aufhalte. In der Forschung motiviert mich immer auch die Frage, wie die Gegenwart so geworden ist, wie sie uns heute entgegentritt. Also welche Spuren reichen gewissermaßen aus der Vergangenheit in die Gegenwart hinein. Ich denke, es geht darum, die Gegenwart auch in ihrem historischen Gewordensein zu verstehen. Wir können tatsächlich nicht aus der Geschichte lernen, vieles ist einfach Zufall. Aber ich denke, wenn wir verstehen, wie Gesellschaften und Kulturen in der Vergangenheit funktioniert haben, dann gibt das auch Aufschluss darüber, wie die Gegenwart funktioniert. Mein Fachgebiet innerhalb der Geschichtswissenschaften ist die historische Frauen- und Geschlechterforschung. Es geht dabei nicht nur um die Frage, wie sich das soziale Verhältnis von Frauen und Männern in der Vergangenheit entwickelt hat, sondern es geht ganz grundlegend auch um Gleichheit und Ungleichheit, um Machtverhältnisse in Gesellschaft und Kultur. Wie werden Machtverhältnisse über Geschlechterbilder hergestellt und abgesichert? Die gesellschaftspolitische Relevanz solcher Fragestellungen liegt eigentlich auf der Hand. Es gibt nach wie vor gravierende Unterschiede zwischen den Geschlechtern im Hinblick auf Löhne, auf eine ungleiche Verteilung von Reproduktionsarbeit. Es gibt gläserne Decken in den Karrieren von Frauen. Und erst wenn wir solche Ungleichheitsverhältnisse in historischer Perspektive verstehen, wenn wir wissen, wie sie funktionieren, dann eröffnen sich auch Möglichkeiten für Veränderung. In meiner aktuellen Arbeit beschäftige ich mich mit Frauen, die sich gerade nicht für politische Gleichheit eingesetzt haben, nämlich mit Akteurinnen, die sich für völkische Politiken im weitesten Sinn engagierten. Was mich dabei interessiert, ist der Prozess ihrer individuellen politischen Sozialisation. Diese Frauen trugen rigorose, ausgrenzende Politiken mit, Rassismus und Antisemitismus. Zugleich waren viele von ihnen sehr skeptisch im Hinblick auf eine gleichberechtigte politische Teilhabe von Frauen. Und das, obwohl sie selbst politisch aktiv waren. Um solche Widersprüche in den Lebensgeschichten völkischer Akteurinnen auch besser erklären zu können, habe ich mich vor allem mit Selbstzeugnissen auseinandergesetzt, mit autobiografischen Texten. Das waren gedruckte Autobiografien, das waren Briefe, Korrespondenzen, Lebenserinnerungen, auch private Tagebücher. Und was mir wichtig war, ist so die Frage, auf welche Weise haben sich die Frauen mit ihrer individuellen Lebensgeschichte gewissermaßen in die konstruierte Nation eingeschrieben, sich gewissermaßen der Nation verschrieben. Aufbauend auf solchen Ergebnissen können wir weiter erforschen, wie Frauen das kollektive Gedächtnis rechter Gruppierungen geprägt haben. Wir können die grundlegende Bedeutung von Geschlecht im Prozess der politischen Sozialisation besser verstehen.